Ich freue mich, dass mehr Demokratie schon so viel erreicht hat. In Hamburg zum Beispiel haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Volksentscheid zu machen, dass die Energienetze in Hamburg wieder in die öffentliche Hand kommen. Den müssen wir machen, weil der Senat was anderes vorhat mit diesen Netzen. Der will nämlich mit den Konzernen, die hier am Ort die Platzhirsche in der Energie sind, zusammen die Netze betreiben. Und das ist für uns und die Bürgerinnen den Klimaschutz einfach die schlechte Lösung. Und wenn wir das auch auf bundesweiter Ebene machen könnten, Volksentscheide gegen den Lobbyismus, gegen die Klüngelei von Politik und Konzernen, dann haben wir doch viel erreicht.